Dieters Hausfrau, Leonie kontert fiesen DSDS-Kritik. Leonie kann über die fiesen Sprüche nur lachen. Die Musikerin gehört in diesem Jahr zum ersten Mal zur Jury der letzten Staffel von Deutschland sucht den Superstar. An der Seite von Dieter Bohlen, 68, Pietro Lombardi, 30, und Katja Krasavice, 26, entscheidet die Sängerin über das Weiterkommen der Kandidaten und teilt ihr Expertenwissen. Doch dafür bekam die Blondine zuletzt auch Kritik, denn einige Zuschauer zweifelten ihr Können und ihre Popularität an. Darauf reagiert Leonie jetzt mit einer Menge Humor. Darf jetzt jeder in die Jury? Bist du nicht die Hausfrau von Dieter? Solche fiesen Sätze muss sich das Stimmwunder anhören. Doch Leonie lässt sich davon nicht unterkriegen, auf ihrem TikTok-Profil teilte die 25-Jährige jetzt ein Video, das sie beim Putzen zeigt. Während im Hintergrund ihr Hit Remedy läuft, wischt sie ihre Wohnung und staubt ganz nebenbei ihre goldenen Schallplatten ab. Ihre Fans sind von diesem Konter begeistert, ihr Humor ist eine 10/10, lieben wir. Leonie nimmt den Hate gelassen, das hatte sie auch schon gegenüber Promi Flash betont, nur weil man mein Gesicht noch nicht kannte. Heißt das nicht, dass ich unerfahren bin oder keinen Erfolg habe? Sie wisse ganz genau, wer sie sei und was sie erreicht habe, hatte die Beauty versichert.